Hallo, im neuen Video. Wir haben soeben umdisponiert und zwar Monopoly fällt flach. Es ist momentan einfach so, die schönen Häfen sind voll, da kommen wir meistens nicht rein und jede Nacht gehen 50 Euro drauf, mindestens für eine Marina und Hafenplatz und die Windbedingungen passen gerade relativ gut, also haben wir gerade eben vor wirklich 10 Minuten beschlossen, dass wir direkt nach Korfu durchsegeln. Von Bari weg. Wir sind im letzten Video in Bari losgesegelt und segeln jetzt direkt nach Korfu in die Marina Gouvion. Wir müssen dort einklarieren und wir müssen jetzt noch ein Online-Formular ausfüllen wegen Corona. Das muss man 48 Stunden vor Einreise nach Griechenland ausfüllen und das machen wir jetzt eben. Da sind wir gerade dabei. Bin ich gerade mit Andi am Laptop. Solange wir hier noch guten Laptop-Internetempfang haben, machen wir das noch. Und dann werden wir die Nacht durchsegeln und sollten morgen Abend in Korfu ankommen, in der Marina, wenn alles gut geht und wenn der Wind passt. Es soll heute Nacht recht angenehmer Wind sein und morgen soll er dann ein bisschen auffrischen in der Straße von Otranto. Aber Nordwind, also Rückenwind, und das ist auf jeden Fall besser als Südwind, der am Freitag kommen soll. Das Protokoll ist ausgefüllt, dass man Griechenland einreisen darf. Das ist ein bisschen umfangreich. Vor allem für Segelschiff gibt es nichts Passendes auszufüllen. Aber es ging dann doch und wir haben eine Bestellungsmail bekommen, dass wir quasi uns eingecheckt haben. Und heute Nacht eigentlich dann um 24 Uhr auf 0 Uhr müsste Mail kommen mit einem QR-Code. Und den brauchen wir morgen. Arrivederci Italien. Ist die Wind aufgekommen, jetzt kann man segeln. Und ich bin gerade am Kochen. Es gibt Spirelli mit Tomatensauce. Die Sonne steht schon ganz schön tief. Ah, oh, luftig hier draußen, schön. Es ist 16:45 und es dämmert bereits. Ich bin gerade aufgestanden und ich konnte heute sogar schlafen. Ich habe mich in die Achterkoje gelegt, so schön quer rein. Ging super, habe mir Oropax reingemacht und da bin ich tatsächlich richtig mal eingeschlafen, so 2 Stündchen. Es hat gut getan. Man kann schon das albanische Festland sehen. Hier sieht man es auf dem Plotter, wo wir sind. Hier ist die große Bucht bei Flore. Auf der Höhe sind wir jetzt. Und dann sind wir auch schon bald in Korfu. Und wie gemeldet, ab um 2 konnte man Segel setzen. Wieder Segel setzen, vorher sind mal ein ganzes Stückle Motort und
Jetzt rauscht es ganz gut dahin. Jetzt haben wir um die 18 Knoten Wind. Schön, wenn es dann wieder hell ist. Das Boot ist nass, als hätte es geregnet, gell? Ja. Vom Salz. Das zieht die Feuchtigkeit. Wahnsinn. Da, richtig. Sieht man richtig überall die Tropfen. Das ist schon gleich weg, der Wind. Jetzt fällt das Segel zusammen, ist der Hammer. Ich glaube, das war's. Ja, vorhin noch Rückenwind, dann am Wind, jetzt. Ja, jetzt fällt das Segel zusammen. Ich glaube, jetzt müssen wir den Motor anschmeißen. Dass wir nach Korfu kommen. Schade. Wir können Korfu sehen. Hab gerade mit dem Fernglas eine Megajacht entdeckt. Die fährt da an der albanischen Küste entlang. Und jetzt habe ich im AIS mal geschaut, was das für ein Boot ist. Die heißt Opari. Und die ist satte 310 Fuß lang. Das steht hier links unten. 49 Fuß breit. Ist der Hammer. Und will auch nach Korfu. Das kann ich ja auch sehen. Wir haben wieder Netz kurz vor Griechenland und tatsächlich schon E-Mail gekommen mit einem QR-Code und einem PLF-Anhang. Also PDF heißen, PLF, PDF. Da schaut der Code nochmal drauf. Und mit all unseren Daten. Habe ich jetzt ins Handy weitergeleitet, ob du dich dann einklarierst oder im Hafenbüro, musst du mir diesen Code vorweisen. Wenn dir nicht passt, sind gerade natürlich Schwierigkeiten. Hammer! Sehr gut. Super. Jetzt werden wir überholt. Sind in der Nacht auch schon einige an uns vorbeigefahren. Und die sind echt hell beleuchtet. Die sieht man super. Da leuchtet gleich der ganze Himmel hell, wenn die vorbeifahren. Ui. Das muss man nicht vergessen. Wir tauchen ein in die griechische Inselwelt. Italien runter und Griechenland hoch. Oh, die sieht schön aus. So, das ist jetzt die albanische Seite hier, das ist die Hafenstadt Sarande. Sieht nicht ganz so einladend aus. Und hier vorne ist dann so eine Engstelle. Da kommt Korfu ganz nah an Albanien hin. Da fahren wir jetzt durch. Und hier zu meiner Rechten sieht es richtig einladend aus. Ich sehe davon schon die ersten Sandstrände und Buchten. Und das ist Korfu. Ein Traum. So, jetzt sind wir kurz vor der Einfahrt in die Marina Govia. Die ist da hinten in so einer großen Bucht drin, ganz geschützt. Und es funkt mal an und dann kommt normalerweise einer mit dem Schlauchboot und holt uns rein. So war es zumindest vor 12 Jahren. Es ist schön, hier kommen immer ganz viele alte Erinnerungen hoch. Da liegen wir. Ah, es kommt ein Lüftchen, angenehm. Ich habe die voll dreckige Mooring erwischt hier. Die ist wohl schon länger im Schlamm gelegen. Bah. Wir sind in Griechenland angekommen. Ich bin total happy. Ja, und jetzt spannen wir erstmal so Sonnensegel drüber. Es ist nämlich verdammt heiß. Und dann gibt es richtig fetten Anleger.
Und ich glaube, als erstes schalte ich jetzt mal die Eiswürfelmaschine an, dass wir nachher Eiswürfel haben für den Anleger. Das hört sich doch gut an. Ach, unser Anleger ist fertig. Aperol Spritz. Und das Eis ist schon fast geschmolzen. Das geht so schnell bei der Wärme. Aber die nächsten Eiswürfel sind schon in Produktion. Zum Wohl, Schatz. Der Arme muss jetzt dann noch ins Hafenbüro. Ich hatte gar keine Lust. Jetzt trinken wir erstmal einen Anleger. Auf das griechische Essen, auf eine Moussaka, habe ich mich so gefreut jetzt. Wir haben jetzt bestellt und wir haben gerade beide festgestellt, wir haben totalen Seegang. Wir haben vorhin noch einen kräftigen Anleger getrunken, der haut auch noch ganz schön rein. Und jetzt sitzen wir hier und irgendwie, ja, es wird wahrscheinlich Zeit, dass wir später ins Bett kommen. Und der Weißwein macht es auch nicht besser. Nee, der macht es auch nicht besser. So ein süßer kleiner Supermarkt. Nachdem der große Supermarkt drüben schon zu hat, obwohl er eigentlich hätte bis 9 aufhaben sollen. Genau, da brauchen wir nicht was zum Frühstücken. Irgendwie sind unsere Vorräte ausgegangen. Frühstück. Und es gibt heute Toastbrot. Das Einzige, was wir gestern Abend in den kleinen Supermarkt noch bekommen haben, weil wir hatten kein Brot mehr und Nutella ist außen alles. Eine Marmelade haben wir noch gekriegt. Ja, und der Andi war vorhin im Büro von der Marina. Ich habe einen Liegeplatz bezahlt für die 2 Nächte in der Goyo Marina, hier auf Korfu. Goyo Marina ist auch Port of Entry. Ich habe im Hafenmeister, habe die Einkleidung gemacht, hat 15 Euro gekostet, war gar kein Problem. Die wollten auch nicht diesen QR-Code sehen, den man bei der Einreise braucht, den wir online ausgefüllt haben. Aber ich habe auf jeden Fall wegen Corona. Ich habe den auf jeden Fall an Bord und ich kann jederzeit herzeigen, wenn er benötigt wird. Und ganz wichtig ist auch noch, die Kurtaxe muss bezahlt werden. Das wird das pauschal gemacht pro Monat, also jeden angefangenen Tag im Monat. Ist egal, muss einen ganzen Monat bezahlen und das Ganze geht am besten online. Das kann man dann überweisen und dann hat man keine Springereien mehr zu den Hafenbüros. Und die E-Mail-Adresse bzw. die Homepage, die Domain-Adresse, die blenden wir mal schnell ein. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man jetzt einmal 6 Wochen da ist, muss man für 2 Monate die Kurtaxe bezahlen. Das muss dann überwiesen werden und dann kann man sich einen Beleg ausdrucken scheinbar. Mache ich jetzt gleich. Und den muss man mitführen auf dem Boot. Sonst bezahlt man Strafe. Wenn man kontrolliert wird, ja. Der Andi ist jetzt gerade mal auf dieser Internetseite, wo man sich, wo man die Kurtaxe zahlen muss. Und da gibt es so eine PDF und da lesen wir gerade. Und es ist ganz einfach so, wenn man diese Gebühr nicht bezahlt, müssen Boote über 12 Meter, wo wir jetzt zum Beispiel reinfallen würden, 1100 Euro Strafe zahlen. So, wir haben uns jetzt hier online angemeldet, beziehungsweise wir haben jetzt die Internetseite aufgerufen, um uns online um die Kurtaxe zu kümmern. ETPI nennt sich das Ganze. ETPI wie Electronic TPI. Electronic TPI, okay. Und wir haben das ausgefüllt und da gibt es dann am Schluss ein Formular, wo man quasi ausdrucken muss, mit den ganzen Daten drauf und das muss man mitführen. Und wir haben jetzt noch August, September, Oktober und zahlen 302 Euro Kurtaxe. Also im Prinzip kann man unsere Bootsgröße rechnen, pro Monat 100 Euro. Ja. Wenn das ganze Jahr im Wasser bleibt, wird es 10% Rabatt geben. Okay. Aber da wir ja an Land, im Winter an Land sind, kommen wir günstiger weg. An Land zahlt man nichts. Wenn man einen Landplatz hat, zahlt man nichts. Wenn man nicht im Wasser ist. Was ich auch empfehlen kann, einen Drucker mitzunehmen, kleinen, einen Reisedrucker, wo es immer irgendwas ausdrucken. Jetzt die Formulare da für dieses TPI und ETPI. Und irgendwas gibt es immer auszudrucken, zum Unterschreiben. Das hat sich also absolut bewährt. Das ist halt eine Riesenspringerei für irgendeinen blöden Druck. So, jetzt sind wir nochmal am Supermarkt. Diesmal hat er auch auf. Gestern Abend hat er nämlich schon zugehabt und wir haben uns gewundert, warum er kurz vor 9 schon zumacht, wenn er eigentlich bis 9 hätte aufhaben sollen. Aber heute haben wir festgestellt, wir haben ja hier eine Stunde Zeitverschiebung. Wir sind nämlich eine Stunde später dran. Nein, eine Stunde früher dran. Später. Wir waren um 8:30 da, nach unserer Zeit. In Wirklichkeit war es 9:30. Und hier ist es schon um 9:30, genau. Und heute haben wir darauf geachtet und sind rechtzeitig zum Supermarkt gegangen, weil unsere Vorräte gehen nämlich zu Ende. Und ab heute sind wir up to date mit der Uhrzeit überall, mit allen Uhren. So, mehr hat nicht reingepasst in die Rucksäcke und mehr können wir auch gar nicht tragen. Aber Bier ist wichtig. Das war's jetzt erstmal wieder von uns. Im nächsten Video werden wir dann berichten, dass wir ein paar unschöne Sachen am Boot entdeckt haben, um die wir uns in der Marina erstmal kümmern mussten. Und wenn euch interessiert, was da so alles auf uns zukommt, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat,
freuen wir uns über ein Like oder über einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.